Nee. So, willkommen zurück damit zu Terraria. Und wir haben gerade offscreen, oder du hast gerade offscreen schon was Neues entdeckt, ne? Meinst du, das ist ein NPC? Ja, genau. Wo ist denn der? Ja. Hier rechts ist der. Moment. Da. Aedan, und der hat ziemlich geile Sachen, die man sich kaufen kann. Sake, ein Katana, ein Pad Thai und Mysterious. Ist ein Cape? 5 Gold, ja. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Gar nichts? Habe ich es abgelegt? Ich habe es abgelegt, scheiße. Wo ist mein Geld? Das hast du, glaube ich, in deine in den Sparschwein hier. Moment, ich habe jetzt schon lange nicht mehr gezockt. Wie mache ich eigentlich mein Inventar wieder zu? Einfach S wieder. Ja, okay. Also, wo war's? Da. Da oben, dieses Sparschwein da. Ah ja, okay. Das ist da. Das kann aber nicht mein ganzes Ersparnis sein. Was ist denn das? Ein Silber und 17 Copper oder was? What? Haben wir nicht irgendwas gekauft? Das könnte sein, vielleicht ein paar Potions. Ja, wir haben die Bomben gekauft, stimmt. Ja, leck mich am anderen. Ich weiß ja noch, was wir machen wollten, das ist mir gerade eingefallen. Auf jeden Fall den Kollegen da mal besiegen und ich möchte mir auf jeden Fall dieses Cape holen, ey. Ja, das will ich. Das ist ja herrlich. Oh. Also das ist schon mal zumindest unser Ziel heute. Das Cape und eventuell ein Katana. Wie viel kostet das eigentlich, Katana? 2 Gold, 50. Okay, und dann 5 Gold für das Cape, also insgesamt, sagen wir mal, rund 10. Ja, wir waren bei diesem Wurm, aber wir haben ihn ja nie geschafft, deswegen wollten wir erstmal deine Metroid-Rüstung holen, oder? Stimmt, genau. War das schon ein Meteorit? Ja, es sind schon 2 gespawnt. Stimmt, ja genau, im letzten Mal. Dann mal auch auf Richtung Gold. What? Achso, nee, das ist Mana, ich dachte schon, das sind Crystals. Ah, ganz schön lag gerade. Au! Ja, ein bisschen, ne? Ah, läuft schon. Könnte auch daran liegen, dass ich gerade einiges an Sachen ziehe. Alles legal, natürlich. Unser altes. Okay. Mal schauen, wie weit wir laufen müssen. Bis hier das erste Fan-Den ist. Also, wir haben es auch noch nicht gesehen, glaube ich, oder? Wo er genau gelandet ist. Ja, es sind 2 gelandet, also denke ich mal, so. 50-50 Chance. Ja. 50-50 Chance mit einem Meteorit. Vielleicht fängt er an, hier sich in der Disco zu fahren und dann gefallen mir in den Club. Super. Ach stimmt, ich habe ja eine. Hi. Ich kann ja einen auf Spider-Pick machen. Ja, ich habe schon die Dämonen-Spitzhacke, also kann ich die glaube ich schon machen. Hm? Was ist das? Jump. Go, Shorty. Zibber. Nee. Ich hab das übrigens damals, als ich das zum ersten Mal gehört habe, nie verstanden, was der Wort am Anfang gesagt hat, ey, weil er so übelst genuschelt hat. Ja, der am Anfang stimmt, der nuschelt er so ein bisschen. Ja, it's your birthday, ist es. Zibber. Kann man damit eigentlich hier das ganze Copper und Silber und so weiter, kann man das auch in Gold dann ummünzen? Nee. Ach so, und meinst du das Geld? Ja, genau. Ja, klar. Okay. Ich dachte jetzt die Ressourcen. Wäre schön, wenn man 100 Copper direkt in 100 Gold umwandeln könnte, ja. Da hätte ich auch nichts dagegen. Oh, da ist ein. Oh ja, ich hab mein Umbrella wieder. Ich bin schon verpisst. Get under my Umbrella. Oder meinst du die von Resident Evil? Ja. Umbrella Corporation. Autsch. Alter Schleimer hier. Oh, lag. Ich kann mich nicht bewegen. Achso, okay. Oh Gott. Get off my elevator. Kannst du da eigentlich mitnehmen? Ne, oder? Nee, das ist ein Deko. Ah, schade. Ich kann das Haustier gehabt. Genauso wie der komische Block, der ich die ganze Zeit da verfolgt. I always feel like somebody's watching me.
And I have some copyright problems. Oh. Oh shit, was warum sind das so viele? Oh mein Gott. Einmal durch da. Ich tank das. Ja, zumindest waren wir hier schon, wenn, also zumindest wenn ich hier dem Rope hier glauben darf. Ja, ja, waren wir schon. Offensichtlich. Achso, das kostet. Die Map ja nicht. Das kostet hier Dings, hab ich gerade gesehen. Magic. Wenn man hier mit dem Valthorn angreift. Ja, ja, klar. Ich dachte, das wäre einfach nur ein Projektil. Nee, nee, das ist ein Magie-Item. Realismus, please. Ah, da oben ist doch was. Ich sehe es, glaube ich, schon, ja. Oh nein, jetzt ist der Merch weg. Ah, Brand! Ja, das ist der Metroid. Pass auf, die machen Schaden. Kommt der wieder? Ja, denk schon. Ich hoffe mal, weil sonst... Sonst wäre das ein bisschen blöd. Habe ich sogar das Richtige? Ja. Pickaxe, also ich hab... Ja. Ja, du kannst auch noch nicht abwarten. Okay, warte, dann machen wir das so wie schon mal, dann halte ich dir die ganze Kollegen hier vom Hals. Ja. Okay. Ein bisschen wie Feuerwerks Körper. Ist schon neuer. Boah, ich hasse es, dass man das brennt, wenn man drauf. Ganz schön schaden, ne? Aber im Wasser sollte man sicher sein dann, oder? Vor der Verbindung zumindest. Ja. Ja. Immerhin. Na, bleib mal schön weg. Ja, das müsste reichen für deine komplette Rüstung eigentlich. Kannst du dir auch direkt noch, craften? Ich brauch's ja eigentlich mehr, das ist ja die Magierrüstung, ich brauch die von dem Wurm da. Aber ist ja nicht besser als die du gerade schon hast? Nein! Ist das schlecht? Ja. Sieht zumindest nicht wirklich nett aus. Ja, schau mal wie viele Zombies, Monster das jetzt werden. Also das Geld möchte ich nicht unbedingt verlieren, weil das brauchen wir ja so langsam. Oh mein Gott! Ja, hier geht's noch bei dem Metroid. Jetzt wird's ja richtig tight langsam, richtig eng. Ja, und das ist Blut und das Wasser wird zum Blut, aber das ist noch nicht. Ach, shit. Ich hab ihn im schlechten Aura. Aber wir kriegen Geld hier, das ist gut. Wir dürfen sie halt nur nicht verlieren. Ja, das ist weniger das Problem. Naja, wenn wir uns verschiedene Sachen leisten wollen, ist das. Ja, zum Geld kommen wir eh, wenn wir den Boss verkriegen. Guck mal, wie viel Mana da übrigens links liegt. Boah. That nice. Na. Wie viel Geld? Backpack. Hast du das schon? Ah. Ja. Okay, dann. Aufi. Nee, wir müssen noch ein bisschen was aufbauen. Also, ich hab keine. Na, ich hab keine Magie mehr. Nein! Verdammt, Max! Mal schauen, ob's reicht. Ich hoffe mal, das liegt noch da, allerdings, das Geld. Das ist. Ah! Es war ein bisschen Kupfer, aber das brauchen wir nicht. Deswegen brauchen wir nicht zurücklaufen. Auch Kleinvieh macht Mist, ne? Oh, hier ist noch ein Meteor. Ah ja, jetzt würde ich eh nicht rauslaufen. Ich würde einfach nur drin bleiben. Ich wollte gerade sagen, Meteor hat sich auch gerade noch hierher verirrt. Er ist ein sicherer Tod. Warum kommen da hier jetzt Metroid-Viecher? Wer hat die Tür da aufgemacht? Oh Gott, dann fallen die da alle in die Höhle. Also die hier ist zu zumindest, also rechts. Hm. Wo ist denn unser Ofen hier? Ich werde mich nie an die neue Ofentextur gewöhnen. 50 Baren, mal schauen, für was es reicht. Ah, ne, das reicht noch nicht. Ja, müssen wir schon noch. Ich glaube, wir müssen sogar noch den anderen bauen, ein bisschen was. Okay. Für eine? Ja, für eine, klar. Einfach weiter. Ja, jetzt schon mal die Legs und der Oberkörper. Sehr gut. Warte. Ist es wieder derselbe Bonus? Hm. Na. Dass du mit der Space Gun halt kein Mana verbrauchst. Ja.
Letztes Mal hatten wir die ja schon. Das ist ja jetzt leider noch nicht der Fall. Du hast sie, glaube ich, nicht angezogen, die Rüstung. Achso, warte. Okay. Ah! Inventar! Inventar! Oh! Monster. Was war der Hotkey fürs Inventar? Wie bitte? Hotkey fürs Inventar war? Escape. Ah, ja, Escape. Ja. Captain Obvious hier. das war Eskimo Panster. So, jetzt. Junge! Oh, kein Stress hier. Ach komm, müssen wir da eigentlich nicht noch ein Haus bauen? Ne, da ist er, oder? Ne, das ist er nicht. Für den Aedan dachte ich, aber wir haben ja noch ein paar frei hier. Ja, der kommt, das ist so einer, der kommt nur manchmal, das ist so ein Traveler sozusagen. Ich erinnere mich an die Folge von SpongeBob, ich bin eigentlich nur ein Pendler von Walter Nerd. Ich hätte auch mein Schwert nehmen können, ich verliere das hier gerade ein. Hängen wir durch. Ah, ich hätte das Geld weggeschossen. So verliert man sein Geld. Story of my life, man ist hier in dem Game. Ah, ich glaube, ich habe schon volles Mana, oder? 160? Nee, 200. Na gut. Jetzt müssen wir schon mal 4 Fallen Stars. Das heißt, noch einer fehlt mir. Ist ja noch ein weiteres. Ist 200 Maximum? Nee, also 200 Maximum, was du durch die Fallen Stars bekommen kannst, bis du noch Items Mana geben. Okay. Gibt's so ein cooles Item, das benutzt dann automatisch Mana-Tränke. Nur voll Mana, weil solange du Mana-Tränke natürlich dabei hast. 5 Stars. Ich hab 3 sogar schon. Ah, ich glaube, das mache ich dann, wenn wir wieder down gegangen sind. Ah, Moment, das war da nicht mit. Na. Ich kann aber auch gerade zielen hier. Schlecht, ey. Ups. Ich hab 7 Stars? Okay. Oh, pass auf. Oh, das ist die Schüsse. Easy. Okay, das wären 8. Ja. Jetzt zeigen sie sich langsam wieder. 9. Ah. Oh. Da müsste noch einer. Nee. Schön wär's. 2 würden mir noch fehlen für einen verdrängten 2 Mana Crystals. Nee, 9 haben wir doch schon. Ich hab jetzt 8. Ja, und ich hab einen. Achso, okay. Fehlt noch einer. Mathe ist nicht meins, sorry. Oh, das ist immer so ein ewig weiter Weg. Ich freue mich schon, wenn wir diese eine haben, dann können wir uns Teleports bauen. Oh ja. Oh Gott! Oh. Katre. Ah, ja, hab. Komm mal wieder in die blaue Party da. Warte. Vergessen. Moment. Ich glaube, ich gehe down, oder? Ich weiß zumindest gerade nicht, so, wo ich bin. Na, jetzt. Okay. Ah, hier, okay. Und ich habe noch einen Star. Mit 3 Hitpoints überlebt hier. Okay, Kobe. Schöner Move. Mit Knockback hier rein, okay. Alright then. Aber wenn ich komme mal in die Party rein, wo ist es denn? Hier. Meine Güte, ey. Fängt schon mal gut an. Boah, sind viele Zombies. Das ist die Tür auch aufgerissen, ey. Jetzt machen die NPCs immer auf. Natürlich, die NPCs, ja. Ich glaube, ich sterbe auch gleich. Stern! Ja, ich habe jetzt auch noch 2. Yay! Ah, da ist noch einer sogar. Ah, aber die Waffe ist super, ey.
Vor allem, wenn die hier direkt hintereinander stehen. Also, Ruffery. Macht schon gut Schaden. Ja. Ja, ich bin durch die Zombies. Jetzt gleich muss doch wieder Tag sein, dann kommt man noch zu den Zombies. Wesentlich angenehmer. Ja, und keine Augen mehr. Ja. Da müssen wir uns eigentlich beim Meteoriten dann nur noch weiterhin vor den. Oh mein Gott, vor den Meteoriten dann. Ja. Das Coole ist, mit den Meteoriten kann man so einen geilen Trick am Ende machen, weil wenn man irgendwann im Hard Mode ist, muss man so Seelenfänger farmen. Die sind halt, je nach Biom kriegst du die Seelen. Mhm. Die normalen Viecher sind so selten eigentlich, aber durch die Metroiden, wenn du dir das zu Metroiden in dem Biom aufbaust, das halt haben willst, dann droppt die das auch und das geht dann so geil schnell. Mhm. Deswegen sollten wir uns auch ein paar aufheben. Okay. Der ganze Michael Jackson Thriller-Klicker war hier, ey. War das? Ja doch, es war Thriller, glaube ich, mit den Zombies am Ende, oder? Ja. Ich glaube schon, ja. Okay, bin gleich da. Bist du eigentlich schon am Meteoriten? Nee. Ah, nein! Ja. Da war ein Stern direkt vor mir. Es ist zu Ende. Das war der letzte, den ich gebraucht hätte. Ich hab noch 5. Trolling to the max. Okay, zumindest reicht's dann schon mal für 2. Ja, und dann fast für 3. Ja. So, ich bin jetzt gleich da. Mathe für Anfänger. Ja. Da soll man mal sagen, dass man hier bei Games nichts lernt. Seid übrigens derjenige, der ein paar Mal hier in den Wurm reingerannt ist. Verloren hat. Aber gut, ich meine, selbst wenn man down geht, daraus hat man ja auch was gewonnen. Und wenn es auch nur die Erkenntnis ist, dass es keine gute Idee war. Da gab es letztens so einen Sternreport, weil es sage ja immer, dass Games so schlecht sind und so für alles. Und dass das voll widerlegt und dass es voll gut für Reaktionen und so sein soll. Ja, vor allem, die haben ja auch mal was getestet. Und zwar, wann das Gehirn beanspruchter ist, wenn man zockt oder wenn man Fernsehen schaut. Ja, das ist keine schwere Entscheidung. Aber ja. Da brauche ich auch in dem Fall keinen Versuch dafür. Ja. Das erklärt sich von selbst. Ich denke mal auch gerade, ich finde gerade bei Sachen wie Left 4 Dead 2 merkt man, dass wenn du da Leute in Versus eben hast, die sich komplett schnell umdrehen und bestes Beispiel Dead Air am Flugzeug, wenn du hinter dem Flugzeug spawnst oder hinter diesem Truck und du willst jemanden anboomen, hatte ich neulich das Problem wieder gehabt, dann bin ich vorgestiefelt und wurde direkt weggeholt. Bevor ich überhaupt irgendwas machen konnte. Ach du Scheiße, ich glaube ich sterbe. Nein! Ja. Scheiße! Kein Problem, ich bin fast da. Du kannst aber eh nicht abbauen. Nö, aber ich kann zumindest so tun, als ob. Warte, wie viel habe ich denn? Ach, 15, bringt nix. Bleibt eigentlich das Geld liegen, egal wie lange man... Ja, bis zum Server down. Okay. Also, oh, was ist das? Bleibt alles liegen, bis der Server runtergefahren wird. Was ist das für ein Kotenlöscher gerade? Na. Da wollte, glaube ich, ein kleines Teil von meinem Inneren. Okay, jetzt habe ich schon mal ein bisschen was an Cola jetzt wieder angehäuft, so langsam. Wird langsam mal Zeit für Gold hier. Wenn du zum Metroid kommst, dann kriegst du nochmal ein ganzes Geld. Also die Hälfte. Ich bin da, aber ich weiß nicht, wo du dann gegangen bist hier. Also. Ah, ich hab Gold! Yes! Okay, schon mal einen Goldcoin, das ist super. Ja, das ist noch nicht viel. Bosse besiegen gibt am meisten Geld. Ich hab vom Ladeck, ich hab schon mal Gold, das ist super. Okay, jetzt hat mir Hilfe. Müssen wir nur noch wieder auf diesen Crawler warten. Ja. Ich muss auch nur auf dich warten, dass du mal hier wieder abbauen kannst auch. Deswegen gehe ich mal ein bisschen weg vom Meteoriten, glaube ich, damit ich auf dumme Gedanken kommen hier. Ah, warte, ich habe eine Swiftness Potion, da geht's ein bisschen schneller. Ich baue mal in der Zwischenzeit ein paar Bäume hier ab. Ja, ja, Holz kann man ja brauchen. Ja.
weiß jetzt übrigens, übrigens, ja, was dieses Bugnet bringt. Also dieses, Bugnet, dieses, Käfernetz, ja. Hab ich noch gar nicht gesehen. Das habe ich mir letztens gekauft, das war sau teuer. Damit kann man Vögel und so einfangen. Schau mal unten bei unserem Haus unten ist so ein Gehege, da habe ich schon alles reingetan. Was für Viecher ich da eingesammelt habe. Bin ich mal gespannt. Meine Mental ist. Ah, jetzt, okay. Ich sag gerade schon. Der Fatsch. Ich glaube, damit kann man auch Fische anfangen. Und vielleicht auch Piranhas. So Hasen und so, nee, halt nur neutrale Viecher, Leute. Da kannst du dir dein eigenes. Deinen eigenen Discovery Channel machen, wenn du deinen Fisch in Piranha reinmachen würdest. Hier haben wir den Fisch in seiner naturellen Art. Na. Boah, die Piranhas sind hier so stark am Anfang. Ja, stimmt. Ach, hier sind auch welche. Oh, das ist jetzt nicht so gut. Okay. Gleich da. Ich glaube, das machen wir mit dem Slime hier kümmern. Haben wir eigentlich schon Gravity Potions, weißt du das? Ich glaube nicht. Aber wenn wir da mal einen haben, gehe ich mal auf Inselsuche. Damit wir endlich mal ein paar Items haben. Silber! Also ich glaube, ich habe noch keine aufgesammelt zumindest. Ich weiß es nicht, ob ich schon eine habe. Ich denke mal, wenn, dann du. Okay, ich bin da.